In 78 Tagen ist es mal wieder soweit, denn dann werden die Block Rewards von Litecoin Minern wieder um die Hälfte halbiert. Was das Ganze für den aktuellen Kurs bedeutet, ob hier möglicherweise in diesem Zeitraum sogar mit einer Verdopplung des Preises bei Litecoin gerechnet werden kann, das werden wir uns heute gemeinsam in diesem Video anschauen. Nach dem Intro geht's weiter. Ich bin das Phantom und ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Video hier auf dem Kanal Phantom bei HKCM. Um Litecoin soll es heute gehen. Sie erinnern sich, diejenigen von Ihnen, die seit der Gründung des Kanals dabei sind, die wissen, dass Litecoin mein allererstes Video hier auf YouTube war. Dementsprechend habe ich hier auch eine kleine emotionale Verbindung zu diesem Coin aufgebaut und freue mich heute hier auf YouTube das aktuelle Chart mit Ihnen aus gegebenem Anlass kurz vor dem Halving hier besprechen zu dürfen. Deswegen verlieren wir auch gar keine Zeit und springen mal gleich ins Chart. Wir springen an dieser Stelle ins übergeordnete Chart und schauen uns gemeinsam mal an, was uns die Struktur hier gerade verrät. Wenn Sie das erste Video hier auf YouTube gesehen haben, dann wissen Sie, dass wir hier aktuell von zwei 1-2-Setups ausgehen. Das ist eine extrem bullische Zählung und Prämisse hierbei ist weiterhin, dass Litecoin die $22.15 halten kann, denn dort ist das Bottom der ersten 1-2 übergeordnet betrachtet. Auf diese 1-2 folgt eine Welle 3-Extension. In diesem Fall gehen wir davon aus, dass bei Litecoin LTC hier ein weiterer Impuls einer fünfteiligen Bewegung intern für diese übergeordnete 3 eben ausgebildet werden muss. In diesem Fall, und das können Sie hier auch sehr schön sehen, gehen wir davon aus, dass wir uns aktuell in der internen Struktur dieser übergeordneten grünen zyklischen 3 weiterhin befinden und uns aktuell womöglich am Anfang einer Aufwärtsbewegung dieser internen Welle 3 hier in Rot gekennzeichnet befinden, wonach wir mittelfristig bis langfristig gesehen Kursziele von weit über $600 hier bei Litecoin erwarten würden. Intern wird es allerdings sehr interessant. Wir haben hier zwei Zielzonen in der Vergangenheit positioniert. Eine kurzfristige Zone wurde hier vor einigen Tagen im Altcoin-Paket von mir hinterlegt. Die hat auch sehr schön angeschlagen. Wir sind jetzt seit dem Kauf auf der Oberkante ganze 12,5% ungefähr im Profit gewesen, was natürlich als kurzfristigen Trade hier sehr schön ist. Die fundamentale Lage rund um Litecoin, das Halving und der Hype um diese Thematik spielt uns natürlich aktuell gerade hier zumindest kurzfristig betrachtet in die Karten, wenn es darum geht, hier sich long bei Litecoin zu positionieren. Soweit, so gut. Wir haben hier auch eine mittelfristig bis langfristige Trading Box hinterlegt. Dort waren wir kurze Zeit deutlicher in Profit, haben es also geschafft, hier aus diesem relevanten Bereich nach oben hin auszubrechen, sind wieder eingetaucht, konnten den Bereich um $61 hier verteidigen und jetzt soll das bei Litecoin eben weiter nach oben gehen. Zu dieser internen Struktur gibt es zwei Dinge zu sagen. Wir sind hier ebenfalls in einer internen Struktur aktuell drin. Das heißt, diese 1-2 in Rot hinterlegt ist unsere überzyklische Annahme seit der Bodenbildung. Was im weiteren Verlauf wichtig ist und was Sie hier auch sehen, ist, dass wir nach dieser roten 1-2 zwei weitere Aufwärtsfraktale einer impulsiven Struktur hier annehmen. Dementsprechend ist es für Litecoin absolut essentiell, dass wir die Marke um $61.03 halten können und diese nachhaltig verlassen, und zwar über den Widerstand von $105.75, denn das ist die Top-Annahme dieser Welle 1. Jetzt wollen wir uns natürlich die Frage stellen, ist Litecoin in der Lage, hier bis zum Halving deutlich impulsivere Züge auf das Chart zu bringen und hier einen Impuls dieser Welle 3 auszubauen? Denn was wir sehen ist, dass hier grundsätzlich die Möglichkeit besteht einer impulsiven Zählung. Das heißt, dass wir uns nachhaltig in einem Aufwärtsimpuls befinden. Das, was wir als Investorinnen und Investoren bei Litecoin eben sehen wollen. Wir wollen ja sehen, dass der Preis nachhaltig steigt und nicht fällt. Und in diesem Fall sind die relevanten Bereiche bei $61.03 aktuell zumindest absolut essentiell dafür, dass wir diese nachhaltige Aufwärtsbewegung so weiterhin vertreten können. Aktuell sieht es zumindest sehr gut aus, denn dort, wo Litecoin reagieren sollte, hat er tatsächlich auch reagiert. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, diese aktuelle 1-2 in Orange hinterlegt,
hat die interne Struktur zumindest auf die 2 bezogen eine WXY. In diesem Fall verhält sich die Y so, die muss ebenfalls dreiteilig ausgebildet werden, genauso wie das Fraktal dieser Welle W und dieser übergeordneten Welle X. Die Y hat in diesem Fall 2 Kursziele, einmal das 62% Extensionsniveau und das 100% Extensionsniveau. Ich zeige Ihnen auch gleich, warum die Y nicht weiter expandieren kann. Aber was hierbei relevant ist, ist, dass mit der Korrekturform dieser X selbst, also umso höher diese X die Bewegung der W korrigiert, umso unwahrscheinlicher wird es, dass die Y ein tiefes Retracement hier auf das Chart bringt, was hier am langen Ende sehr gut funktioniert hat. Denn wenn wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen, wo Litecoin hier für diese Welle 2 Extension intern für die Y natürlich gesprochen gelandet ist, da sehen wir, dass wir eine mustergültige Kaufreaktion auf dem 62% Extensionsniveau für diese Y übergeordnet für die 2 hier erhalten haben, was das erste Kursziel aus Extensionsperspektive hier bei Litecoin eben darstellt. In diesem Bereich war Kaufinteresse gegeben. Wir haben es auch im weiteren Verlauf geschafft, hier erste dynamische Widerstände nach oben hin zu verlassen, was natürlich im weiteren Verlauf begünstigen würde, dass hier Litecoin den Weg nach oben weiter vertreten und ausbauen kann. Aber es bleibt und ist absolut relevant, dass wir den Bereich um $105.75 nach oben hin verlassen, denn dann hätten wir hier eine Bestätigung dieser übergeordneten Welle 3 Expansion, wonach das Ganze fundamental Hand in Hand gehen würde, was das Litecoin Halving hier betreffen würde. Wenn wir uns mal schauen, Grundannahme also die, dass Litecoin es schafft, innerhalb von 2 Monaten über diese 105 Dollar Marke drüber zu gehen, dann kann es hier durchaus sein, dass wir perspektivisch weitere Impulse und mehr Dynamik nach oben hin ausbilden könnten, wonach hier durchaus eine Verdopplung auf den aktuellen Niveaus gegeben sein könnte. Wenn wir uns mal die Kursziele an dieser Stelle für diese übergeordnete Welle 3, hier wie gesagt weiterhin relevant, dass wir die 61 Dollar halten können, anschauen, dann sieht es so aus, dass wir als erstes Kursziel einmal die 162% Extension bei 151 Dollar anvisieren. Im weiteren Verlauf, falls dann deutlich mehr Dynamik in den Markt hier reinkommen sollte, ist es durchaus möglich, dass hier Litecoin den Weg Richtung 200 Dollar beim 262%igen Extensionsniveau für diese übergeordnete Welle 3 erreichen könnte, wonach wir dann eine mehr als Verdopplung hier erwarten könnten. Das wäre für mich dann sozusagen eine Bestätigung, dass wir uns hier in einem definitiven Bullenmarkt bei Litecoin befinden, und das wäre dann auch der Punkt, wo die fundamentalen Daten um das Halving mit der Chartanalyse hier Hand in Hand gehen würden, und dementsprechend würde hier den nächsten überzyklischen, bullischen Zyklus nichts mehr im Weg stehen und wir würden hier in den nächsten Jahren Preise deutlich über 600 Dollar erwarten können. Das wäre es alles für heute zum Thema Litecoin, Halving und Co. Ich bedanke mich wie immer für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Like und Ihr Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.